Lange Schlangen am Mittwochmorgen, unter anderem vor den Wahlbüros in Johannesburg. Denn in ganz Südafrika finden Parlamentswahlen statt. Knapp 28 Millionen Wählerinnen und Wähler sind aufgerufen, einen neuen Nationalkongress zu bestimmen. Mit der aktuellen Situation sind viele Leute unzufrieden. Ich gehe wählen, weil ich kein Wasser habe, keine Straßen und wir mehr Arbeitsplätze brauchen für die jungen Leute. Die ganze Straße hier ist voller Schlaglöcher und wir haben großen Wassermangel. Auch andere Dörfer bekommen kein Wasser. Deshalb wollen wir wählen gehen, damit die Dienstleistungen endlich besser werden. Auch der amtierende Präsident Cyril Ramaphosa ging bereits an die Urne. Er äußerte sich am Vormittag bei seiner Stimmabgabe in Soweto bei Johannesburg betont zuversichtlich über die Aussichten für seine Partei Afrikanischer Nationalkongress, kurz ANC. Er zweifle nicht im geringsten daran, dass die Menschen dem ANC ihr Vertrauen schenken werden. Allerdings steuert dieser nach Umfragen auf eine Zäsur zu. Erstmals seit dem Ende des Apartheid-Regimes vor 30 Jahren droht der Partei der Verlust ihrer absoluten Mehrheit und sie wird voraussichtlich auf einen Koalitionspartner angewiesen sein. Die Wahllokale schließen um 21 Uhr Ortszeit.